großes Thema hier ist der Ausbau der B174, sowohl was den Grenzübergang oben in Reizenhain betrifft, wo der Lkw-Verkehr mitten durch den Ort rollt und der Lkw-Verkehr massiv zunimmt, und die Ortsumgehung Hohendorf, wo die Bürger seit über 15 Jahren darauf warten, dass sich da was tut, wo auch das Versprechen da ist, man macht was. Aber wie wir jetzt von der Bundesregierung erfahren haben, ist das Projekt leider überhaupt noch nicht in der Phase, dass der Bau beginnt. Wie ich selbst weiß, ich wohne ja hier im mittleren Erzgebirge, in unserer Region. Und ich fahre wöchentlich nach Chemnitz. Wir haben Stau ohne Ende, wir haben Verkehrsprobleme mit Schwerlasttransportern. Wir stehen ständig im Stau, wir kommen nicht voran. Gerade in unserem Oberzentrum Chemnitz ist kein Vorankommen. Und das ist unser Problem und das müssen wir lösen. Also ich glaube, beim Lkw-Verkehr müssen wir einfach schauen, dass wir dort Abstellmöglichkeiten schaffen, dass wir aber auch schauen, dass eigentlich die Infrastruktur, so wie wir es auf der B174 haben, für eine Lkw-Transitkorridor überhaupt nicht geeignet ist. Also wir müssen auf Dauer eigentlich die Lkws hier im grenzüberschreitenden Verkehr ein Stück wegbekommen. Für Wirtschafts- und Lieferverkehr ist die B-Straße da, aber die Lkws müssen eigentlich auf die Autobahn geleitet werden langfristig. Mein Anliegen war es, mir heute hier ein Meinungsbild einzuholen. Ich werde bei der Bundesregierung nachfragen und dann Druck machen, dass zumindest die Planungsschritte auch bekannt werden, weil ein ganz großes Problem ist fehlende Kommunikation.